Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 8. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unser Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. In diesem Bereich, wo sich gerade die Mond bewegt, befindet sich das Sternbild Schlangenträger. Interessant ist, dass dieser Schlangenträger, dieses Sternbild, befindet sich in Ekliptik, was nichts anderes ist als die 12 Tierkreiszeichen. Und die sind miteinander verbunden wie ein Gürtel und das nennt man Ekliptik. Und in diesem Bereich befindet sich auch der Schlangenträger, aber es zählt nicht zu den Tierkreiszeichen. Das wäre eigentlich die 13. Tierkreiszeichen. Und genau in diesem Bereich ist die Mondbewegung, das heißt der Schlangenträger hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Da gibt auch eine mythologische Geschichte dazu von der klassischen griechischen Mythologie. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt, der Sohn von Sonnengott Apollo. Dieser Arzt heilte ein Kind und dieses Kind war der Sohn von König und ist in einen Honigtopf reingefallen. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte das Gift in sich und der anderen Schlange trägte die Heilkräuter. Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Mit welchem Mittel heilt dieses Kind? Nimmt die Schlange mit dem Gift oder wählt die Schlange mit den Heilkräutern? Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Er wählte den Schlange mit dem Heilkräuter zum Glück und so rettete das Kind. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Eine Lüge ist immer wie ein Gift und wird honigsüß verpackt. Wenn wir an diese Lüge glauben, dann fallen wir auch in Honigtopf rein und sind wir wie ein Kind alles glauben, was erzählt wird. Oder treffen wir die richtigen Entscheidungen und bleiben wir in Wahrheit. Es muss nicht unbedingt unseren privaten Kreisen betreffen, nicht, dass jeder jetzt misstrauisch ist, ob jemand lügt oder nicht. Es kann natürlich auch Informationen sein von Medien oder Nachrichten. Also wichtig ist, dass wir in Wahrheit bleiben. Und das ist die symbolische Bedeutung dieses Sternbild Schlangenträger und beeinflusst selbstverständlich unseren heutigen Tag. Aber nicht nur der Schlangenträger, sondern gibt auch andere Sterne, wo auch einen Einfluss haben auf unseren heutigen Tag. Die eine Stern heißt Bungula. Bungula befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist auch sehr interessant, weil diese Sterne sind auch Sonnen. Und diese Bungula ist auch eine Sonne und wurde auch bewiesen, diese Sonne hat auch Sonnensystem. Also mindestens ein Planet wurde entdeckt, wo um diese Sonne kreist. Und dieses Sonnensystem, wo sich Bungula befindet, ist das naheliegende Sonnensystem, was von uns entfernt ist. Dieser Bungula hat eine Bedeutung, das ist die Fuß der Kentauren und übersetzt heißt es vor dem hernach. Was könnte das bedeuten, weil das beeinflusst unseren heutigen Tag? Was vorher war
und was noch kommt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Nachdenklich sein, was war mal in Vergangenheit, welche Kontakte haben wir von Vergangenheit, hier und jetzt bleiben, das ist immer sehr wichtig, aber Gedanken machen, auch was kommt als nächstes und so planen. Jet Prior beeinflusst auch den heutigen Tag und dieser Jet Prior ist die vordere Hand der Schlangenträger. Also Handlungen, Schlangenträger, diese Geschichte des Schlangenträger zeigt auch, vorsichtig zu sein, die richtige Entscheidung treffen, nicht immer alles glauben und so sollen die Handlungen sein. Graphias beeinflusst auch den heutigen Tag und diesem Stern Graphias befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, das ist der Kopf der Skorpion, also Gedanken machen über etwas. Antares beeinflusst auch die heutigen Mondbewegung. Antares ist eine von den königlichen Sternen, der Herz, der Skorpion, also auf dem Herz hören. Und das ist ein mächtiger Stern, der Gegner von Mars, aber haben auch sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Also Prinzip ist so ähnlich wie die Mars-Energie, Kraft zu zeigen, mutig zu sein, aber weil das ist das Herz der Skorpion, natürlich wichtig auf unserem Herz hören und danach handeln. Was sagt unserem Gefühl? Was ist in unserem Herzen geschrieben? Alles, was wir lieben, was für uns wichtig ist. Diese Sterne beeinflussen den heutigen Tag. Und wo noch wichtig ist, Merkur nimmt die Helligkeit ab bis 17. März und Mars steigert die Helligkeit. Also Mars-Energie wird mächtiger sein, die Merkur-Energie schwächt sich ein bisschen. Das heißt, die Gespräche sind nicht mehr so wichtig, sondern die Tat, es wird im Tat umgesetzt und das ist natürlich die Mars-Energie. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Für die Fischengeborenen ist wichtig ein Aufstieg. Im Mittelpunkt zu stehen, wahrgenommen zu werden, Klarheit bekommen über etwas. Bei vielen Fischengeborenen ist auch ein Reinigungsprozess, ein Heilprozess. Oder sind sie kreativ und möchten sie das, was sie getan haben, diese Werk auch ins Licht zu bringen, etwas veröffentlichen, etwas zeigen. Die Fischengeborenen bekommen auch zurzeit diese Anerkennung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen bewegt sich gerade Venus und bewegt sich auch Merkur. Das heißt, die Gespräche nehmen zu. Mond hat sogar einen wunderschönen Einfluss gerade auf diese Merkur-Energie. Das heißt, durch den Mondeinfluss wirkt auf uns alle allgemein. Mond ist nicht nur bei einem Tierkreiszeichen wirksam, sondern beeinflusst unseren Alltag für uns alle. Und wir können mit einer guten Nachricht rechnen. Aber weil Merkur in Tierkreiszeichen wieder bewegt, das ist auch ein Symbol für Neuanfang. Und das bedeutet bei vielen Menschen gerade ein Neuanfang, eine neue Arbeit oder eine neue Beziehung oder eine Versöhnung, wieder ein Neuanfang. Und auch diese Kraft und dieser Mut ist auch da. Aber speziell für die Wiedergeborenen gilt auch, eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein schönes Gespräch oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag, was auch eine Vorteile hat, ein Neuanfang. Und in die Liebe-Partnerschaft bewegt sich auch einiges, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen, Wochen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema die Werte, die Wertschätzung, Klarheit zu bekommen, Respekt zu bekommen, wahrgenommen werden. Bei vielen Stiergeborenen ist auch ein Neuanfang, aber noch die Unsicherheit, da soll ich nicht, die Chancen, Möglichkeiten sind da.
Und wenn das ein gutes Gefühl ist, dann sollen die Stiergeborenen auch handeln. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Wenn sie in diesem inneren Gleichgewicht bleiben oder etwas abwiegen, ausgleichen, dann gelingt ein etwas, was zum Erfolg führt. Die Mut ist da, die Kraft ist da. Für die Zwillingsgeborenen gilt auch schöne Gespräche, eine gute Nachricht, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Sie brauchen Klarheit, Orientierung und Selbstvertrauen. Sie können auch ihren schöpferischen Kraft gerade vertrauen. Es kann sein, dass nicht jeder damit einverstanden ist oder begeistert davon, aber wichtig ist, dass die Krebsgeborenen selbst die Entscheidung treffen, aber kein Schuldgefühl, sondern das ist schon die richtige, weil sie spüren gerade diese schöpferische Energie und es führt auch zu Erfolg, also sollen sie sich nicht beeinflussen lassen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben gerade Glück. Gute Nachricht ist zum Erwarten. Es ist auch ein gutes Gefühl gerade. Sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie suchen auch viele Löwengeborenen ihren wahren Berufung, weil hier bewegt sich gerade die karmischen Knoten, die aufsteigenden Mondknoten. Das sind das der neue Weg, ein Neuanfang, die Richtung. Und da sind gerade dabei die Löwengeborenen, die Platz im Leben einzunehmen, was gerade auch wichtig ist, die Berufung zum Leben. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren fühlen sich zwar ein bisschen unsicher heute, aber die Möglichkeiten sind gerade da, etwas klären, etwas bereinigen, etwas in Ordnung zu bringen. Und wenn das geklärt ist, dann können sie mehr Vertrauen bekommen oder einen Neuanfang starten. Bei den Tierkreiszeichen Wagengeborenen spiegelt etwas im Leben. Das sind die Gespräche, die Termine und die Liebe, Partnerschaft. Ist auch die Begeisterung da und auch die Mut und die Kraft, etwas verändern, etwas Neues zum Starten. Und weil das ein Spiegel ist, dann sollen Sie die Wagengeborenen auch in diese Spiegel schauen. Das heißt nicht nur warten, bis es auf Sie zukommt, sondern selbst alles in Hand zu nehmen, auf anderen zugehen, Gespräche suchen, Gefühle zeigen, Interesse zeigen und so kommt es in Harmonie, so kommt es im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück, und sie befinden sich gerade in einer Wandlung, in einer Transformation. Was die Skorpiongeborenen hindern kann, das sind die eigenen Gefühle, wie Unsicherheit oder Angst oder Schuldgefühl. Also wichtig ist, die Gefühle zum Transformieren. So kommt das alles im Fluss. Und so bekommen sie auch die Selbstsicherheit und setzen alles in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie werden wichtige Entscheidungen treffen, aber sie sollen klug handeln. Nicht vergessen die Geschichte von Asklepios, von den Schlangenträger. Und so sollen die Schützengeborenen eine wichtige und kluge Entscheidung treffen. Gute Gespräche sind zum Erwarten. Im Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen Glück und ein beruflicher Aufstieg ist auch möglich. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen begeistert etwas. Aber sie trauen nicht zu, etwas Neues zu starten. Angst vor Veränderungen, Angst vor einem Neuanfang. Es kann sein, dass noch Hindernisse da sind und es ist nicht bei jedem die Angst. Es ist möglich, dass bei einigen Steinbockgeborenen die Angst eine Rolle spielt, Angst vor diesem Neuanfang, von diesen Veränderungen. Bei anderen Steinbockgeborenen sind vielleicht noch Hindernisse da und sie sollen diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Glück und Aufstieg und Begeisterung, sehr schöne Einflüsse, sehr schöne Energie, Anerkennung,
gute Kontakte, Glück in die Liebe, Partnerschaft, gute Nachricht, bei vielen Wassermann-Geborenen auch ein Neuanfang und auch gute Kontakte, schöne Gespräche und sie werden auch zurzeit wahrgenommen. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich ist es allgemein. Aber wenn Sie noch Fragen haben, können Sie jederzeit mit mir kontaktieren. Und bei Fragen, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, denkt er an mich, schreibt er wieder, sehe ich in die kommenden Tagen, werde ich einen Arbeitsvertrag bekommen, soll ich umziehen und. Diese Fragen sind auch sehr wichtige Fragen und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Geht auch blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Heißt auch Blitzberatung. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.